Hallo, mein Name ist Daria Bona, ich bin Fotohistorikerin und Kuratorin. Ich bin Kale Garrido, ich bin Fotoredakteurin und Kuratorin. Wir beide haben gemeinsam die Ausstellung Ego im Haus im Schluh kuratiert. Ausgehend vom Titel, der bereits vorgegeben war, haben wir uns gefragt, was sagt uns dieser Begriff und welche Positionen können wir zusammenbringen, um diesen aufzubrechen? Wir haben uns überlegt, 4 KünstlerInnen in einen Dialog zu bringen, die sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mit Fragen der Identität beschäftigen. Ausgangspunkt und verbindendes Moment aller Arbeiten sind dabei persönliche Geschichten, die Erfahrungen der Migration, des Lebens zwischen mehreren Orten und Kulturen und somit auch Erfahrungen der Zugehörigkeit und der Entfremdung in den Blick nehmen. Im Zentrum der Ausstellung steht dabei die Frage, wie konstruiert sich Identität in und durch Fotografien? Beim Betreten der Ausstellung begegnet man zuallererst den großformatigen und vielschichtigen Arbeiten aus der Serie Resident Aliens des Künstlers Guanyuk Su. Es handelt sich dabei um ein fortlaufendes Projekt, das im Dialog mit verschiedenen ImmigrantInnen in den USA entsteht, die auf einen dauerhaften, legalen Aufenthaltsstatus warten. Sie befinden sich sozusagen in einem ungewissen, unsicheren Dazwischen. Seine Arbeiten treten mit einer Serie von Laura Cevela in einen Dialog. Diese trägt den Titel Como la Casa Mia, zu Deutsch wie mein Zuhause, und erzählt von der Begegnung zwischen der chinesischen Immigrantin Chido Xiao und der spanischen Fotografin, die beide in Madrid leben. In diesem Langzeitprojekt geht es vor allem um den Prozess, in einem fremden Land, einer fremden Umgebung ein Zuhause aufzubauen und einen Platz in der Gesellschaft zu finden. Im hinteren Kabinett der Ausstellung zeigen wir die Arbeit der Künstlerin Amak Mahmoudian Shenasnameh. Das ist der Name der offiziellen iranischen Geburtsurkunde, die Ausgangspunkt dieser Arbeit ist. Für ihr Projekt sammelte die Künstlerin Passbilder und Fingerabdrücke von iranischen Frauen und entwickelte eine feinfühlige Auseinandersetzung mit Frauenbildern und ihrer Politisierung. Auf der anderen Seite begegnen wir der multimedialen Arbeit Encounter von Silvia Rusi. Der Titel bezieht sich auf die Begegnung mit den eigenen VorfahrInnen. Die Künstlerin tritt dabei selbst vor die Kamera und reinszeniert spezifische Momente der Migrationsgeschichte ihrer Eltern von Togo nach Italien. Zudem thematisiert sie überlieferte Erinnerungen und Traditionen ihrer weiblichen Familiengeschichte. Die Arbeit ist auf den ersten Blick sehr persönlich, öffnet aber universelle Fragen des kollektiven Gedächtnisses und der Identitätsbildung von Menschen in der Diaspora.